Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur zweiten oder dritten Mission. Nördlich von hier ist ein wichtiges GDI-Verwaltungsgebäude. Zerstören Sie es, um eine Reaktion der GDI in dieser Region zu provozieren. Eine Provokation provozieren. Nun gut, ich habe wieder keine fucking Raffinerie. Aber hier gibt's Tiberium, oder? Hier gibt's nicht mal Tiberium, ihr wollt mich doch alle verarschen. Ausbildung. Geheimdienstdaten aktualisiert. Arbeiten wir zusammen. Wie Sie, Bruderschaft, vertraut mir. Ja. Ich brauche auf jeden Fall die ganzen hier Tiberium-Möglichkeiten. Geheimdienstdaten aktualisiert. Und die muss ich dann auch gut beschützen, denn ich habe die schon oft verloren in der Vergangenheit. Ich hoffe mal, dass das hier auch Geld ist und kein Rang. Scheiße, das bringt's auch voll jetzt. Egal. Ich kann helfen. Hauptsache, es gibt jetzt Geld. Geheimdienstdaten aktualisiert. Mehr Geheimdienstdaten. Oh, yay. Feindliche Einheiten in Sicht. Hilfe! Ich werde soweit. Ist ja fies. Ich stehe viel zu nah hier am Mittelpunkt, das ist doch dumm. Gebäude besetzt. Bonusziel erreicht. Ich werde das hier noch nicht zerstören, weil dann wird die Karte nämlich größer. Das Weiße Haus ist hier oben nämlich. Die Musik finde ich gerade sehr entspannt. Jetzt werde ich erstmal genug Einheiten produzieren und hier oben noch die Dinge einnehmen, bevor ich das hier zerstöre. Ausbildung. Ich denke, das ist ein guter Mix, wenn man immer schön Stück für Stück baut. Wieso kein Extra, wo ich hab Hunger? Wiener Würstchen, das wär's jetzt. Nordmod ist bereit. Zack, zack. Gehen wir auf die Jagd. Rechte Maustaste, es öffnet sich ein Fenster, ein kleines, da gibt man eine Zahl ein. 35 zum Beispiel, Nordmod, und dann werden so viele gebaut. Das wäre auch ganz einfach. Gehen wir auf die Jagd. Mal gucken, ob das irgendwie noch eingeführt wird in späteren Teilen. Einheit wird angegriffen. Zack. Kriegen die hier Verstärkung irgendwie? Ich hoffe ja nicht. Aber jetzt, solange ich das noch nicht zerstört habe, ist die Mission noch in der Vorbereitungsphase sozusagen. Einen brauche ich noch. Für da oben. Die Dinger geben aber nicht unentwegt oder ununterbrochen Geld. Die geben einmal auf einen Schlag alles, was drin ist, und dann kann man es, glaube ich, wegwerfen. Gehen wir auf die Jagd. So, geht mal hier oben hin, Sammelpunkt. Nordmod ist bereit. Gut. Was ist das nochmal? Ein Silo, was ich auch voll brauche, weil ich so viel Geld kriege hier. Total notwendig. Und noch ein Silo, yay. Ich glaube, die kann ich direkt mal... Naja, ich verkaufe sie später vielleicht, wenn ich nicht so viel Geld habe. Im Moment habe ich nämlich ordentlich. Bin wohl mit einem großen Startkapital gestartet hier zu Beginn der Mission, worauf ich nicht geachtet habe. Gehen wir auf die Jagd. Ja, da kommen sie halt immer mit zwei Infanteristenteams ab und zu mal geskriptet, wie man sieht. Und die kann man leicht abwehren und nebenbei schön Einheiten bauen. Nordmod ist bereit. So, kommt ihr mal mit. Gehen wir auf die Jagd. Da wird man doch eigentlich auch repariert, oder? Ja. Schon, da sind Reparaturdrohnen, warum machen die nichts? Nordmod ist bereit. Oh, jetzt kommen sie, es haben sich geteilt. Gehen wir auf die Jagd. Wollen wohl taktisch vorgehen. Witz wohl. Radiert sie aus. Schön. Ich häng sie alle ab. Dann nehme ich euch hier und lasst euch da als Verteidigung stehen. Gehen wir auf die Jagd. Los geht's. Einer kommt mit. Und der andere stellt sich schon mal in Position. Was steht als nächstes an? Scheint nicht mal bewacht zu werden. Was? Vielleicht sollten wir ein Tiberium-Silo erobern. Ja, ich bin noch dabei. Und Pleite würde ich 900 Dollar nicht nennen oder 900 Credits. Viel zu einfach hier durchzukommen, deswegen lieber nicht jetzt zerstören. Kann ich Ihnen helfen? Das wäre ein Fehler. Gehen wir auf die Jagd. Ja, natürlich.
Töte ihn! Töte ihn! Ich glaube, der ist in Panik. Dortmund ist bereit. Oder der tanzt irgendeinen groovigen Tanz. Wird angegriffen. Irgendwas? Naja, egal. Er ärgert sich, dass er nicht aus dem Sektor raus kann. Mach ich auch gerne. Dortmund ist bereit. So, hier ist alles erledigt. Ich wäre dann soweit. Gehen wir auf die Jagd. Darüber! Warum greift er denn? Ey, die greifen jetzt schon von selbst an, die Idioten. Bin unterwegs. Trottel, ihr sollt auf mich hören. Ah, gut zu wissen. Jetzt kann ich die ganzen Angriffe abstellen. Hoffe ich zumindest. Wo sind die Feinde? Da sind die Feinde. Weg damit, schnell. Schön. Nicht kaputt machen. Nein, ihr Idioten. Ah. Trottel, Idioten. Nein, er schießt doch im Wegfahren, dieser Vollhonk. Hat man sowas schon erlebt? Wo ist mein Saboteur? Jetzt da ist er doch. Rein da. Wie dumm kann man sein, ey. Die wollen die Mission echt schwerer machen, als sie ist. Nordmund ist bereit. Aber nicht mit mir. Ich baue noch ein paar Einheiten. Gehen wir auf die Jagd. Und wenn ich es dann zerstöre, kann ich die einfach überrennen und direkt zum Weißen Haus durchmarschieren. Nordmund ist bereit. Das heißt jetzt, für den Moment, einfach nur warten, denn die haben wir keine Einheiten mehr. Ladida. Nordmund ist bereit. Gehen wir auf die Jagd. Die Ruhe vor dem Sturm. Was steht denn da drauf? Ist es eigentlich realitätsgetreu? Haben sie das von Google Earth vielleicht abgeguckt, wie die Gegend hier aussieht? Ich habe keine Ahnung, wie das vor dem Weißen Haus aussieht. Ob es ja auch die Währung Silos gibt, ne? Bestimmt. Und so coole Autos hier. Gehen wir auf die Jagd. Mhm. Nordmund ist bereit. Gehen wir auf die Jagd. Das Auto finde ich immer noch cool, dieses dreirädrige. Gehen wir auf die Jagd. Ah, GDI. Nur GDI hier, kein Ort. Von wegen. Gehen wir auf die Jagd. So. Hier geht's runter, ich will hier raus. Wieso spiegelt eigentlich die Straße? Ist es so heiß oder was? Oder ist das eine Glasstraße? Gehen wir auf die Jagd. Und hier haben wir Werbung, Anzeigetafel. Hey, willst du mitkämpfen? Nordmund ist bereit. War da eben Panzer abgebildet? Gehen wir auf die Jagd. GDI! Guck mal ein bisschen Nachrichten. Ja, das ist ein Panzer. Offensichtlich. Nordmund ist bereit. Scheinbar hat die Bevölkerung was mitbekommen vom Krieg. Gehen wir auf die Jagd. Nö, es findet ja nur vor dem Weißen Haus statt, die Schlacht. Nordmund ist bereit. Und hier. Gehen wir auf die dieselbe Jagd. Tafel, okay. Gut, dann hätten wir den Rundgang wohl so ziemlich abgeschlossen. Nordmund ist bereit. Auch mal schön, ein bisschen auf die Details zu achten. Gehen wir auf die Jagd. Blumentöpfe. Und ein Gedenkstein, irgendwie so ein Mahnmal. Wie auch immer. Gehen wir auf die Jagd. Der läuft da einfach ganz lässig rum. Jo, cooles Gebäude. Ich weiß von keinen Panzern, nö. Gehen wir auf die Jagd. Boah, sind das viele Einheiten. Ob das reicht? Ich glaube noch nicht, denn die haben da schon ziemlich große Basen oder Abwehreinheiten. Ich glaube, die haben eine Basis hinten direkt vorm Weißen Haus und eine vorgeschobene. Durch die muss ich dann auch erstmal durchkommen. Ich könnte sie vielleicht umfahren. Hm. Aber dann würde ich bestimmt wieder optionale Einsatzziele verpassen. Ganz oben links und ganz oben rechts sind, glaube ich, noch Kraftwerke, die zerstört werden können für optionale Ziele. Und sonst wüsste ich aber eigentlich gerade gar nichts. Außer dem vorgeschobenen dieser vorgeschobenen Basis, die könnte auch irgendwie optional sein.
Limo. Gehen wir auf die Jagd. Jetzt hätte ich Lust auf eine Limo. So, da könnte ich eigentlich Beschützer reinschicken, aber ich will das jetzt ja so in einem Sturm schaffen, die Mission. Gehen wir auf die Jagd. So, dass ich gar nicht erst auf Abwehr irgendwie achten muss. Unzureichende Nur auf Angriff. Oh, kein Geld mehr. Kann ich die jetzt verkaufen? Nee, kann ich nicht. Aber wenn ich auch nicht aufpasse, zerstört die GDI irgendwann diese, was ihnen überhaupt nichts bringt eigentlich. Denn die geben mir ja kein Geld mehr. Aber die haben halt irgendwas gegen Tiberium. Dum-di-dum. Erste Tiberium verteufeln und dann selber Nutzen daraus ziehen, das haben wir gern. Gehen wir auf die Jagd. Niedliche Spielfahrzeuge. Nein, sind keine Fahrzeuge, das sind irgendwelche gelagerten Tonnen Chemikalien. Nordmod ist bereit. Kann ich es kaputt machen? Gehen wir auf die Jagd. Nö. Gehen wir auf die Jagd. Von weitem könnte man denken, das wären Autos. Also so, Kraftwagen. Kräftige Wagen. Nordmod ist bereit. 25 und so weiter. Sieht fast gar nicht mal irgendwie schneller aus als bei der letzten Mission, wo ich eigentlich nur einen Turm hatte, oder? Hatte ich mir später nicht noch einen zweiten geholt? Naja, schnell genug, würde ich sagen. Gehen wir auf die Jagd. Bald ist die ganze Karte voll von meinen Einheiten. Ist mir trotzdem noch zu wenig. Dum di dum di dum. Das Wettrüsten hat einseitig begonnen. Dum di dum di dum. Nordmod ist bereit. Zerstören Sie das GDI Logistikzentrum rum. Gut, mach ich. Gehen wir auf die Jagd. Nieder mit der Logistik. Keiner steht auf Logik. Wir sind hier bei Tiberium Wars. Wir stehen auf Tiberium. Nordmod ist bereit. Zack, 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 zack. So, wenn die durch sind, dann... Gehen wir auf die Jagd. Dann kann's losgehen. Ich häng sie alle ab. Alle. Los geht's. Nein, lieber nicht, sonst schießen die wieder das Teil kaputt. Gehen sie mal lieber hier hin. Du schießt nicht, weh. Du schießt nicht, du bleibst hier. Los, los. So. Ich hab was für sie. Warum können die jetzt zivile Fahrzeuge von sich aus nicht kaputt machen? Normalerweise ist Nord immer gegen die Bevölkerung. Und scheinbar sind sie zu schwach. Hat er ein Schutzschild oder was? Das mega super Überauto. So ein Material brauche ich für meine Panzer. Das ist mein Sportwagen. Der arme Insasse, der hat bestimmt Angst. Wie im Kino. 4D. Na gut, lasst mal. Jetzt fährt er einfach weiter. Hier durch. Wenn ich ihn jetzt vorbeilasse, fährt er da weg. Und berichtet der GDI bestimmt. Bin unterwegs. Ja, wenn man Skrin später spielt, also die Aliens, dann kann man von Natur aus alle zivilen Leute und Fahrzeuge und Gebäude... Ah ja, geht weg. Er hat die Schnauze voll. Die kann man dann zerstören und angreifen. Normalerweise ging das mit Nord in anderen Spielen und hier ist halt irgendwie das Skrin. Haben die Rolle eingenommen. Schön, schön. Ich dachte gerade, da wäre irgendwie ein Panzer im Vorbeifahren, so ein Mammutpanzer, aber das war nur die Werbeanzeige. So realistisch ist die hier. Überhaupt nicht verpixelt. Mehr Einheiten! Ich brauche mehr! Und was ich wegmachen kann, ist auf jeden Fall das und das. Eindeutig. Kampftruppe! Die brauche ich hier oben nicht. Die kann ich. Ich würde sie ja hier reintun, aber das bringt wohl kaum was. Die können nicht so weit schießen. Deswegen stelle ich es einfach mal davor. Vielleicht sollte ich es mal in dieses Gebäude tun. Das wäre ja vielleicht ein Kompromiss. Sind sie immer noch ein bisschen in Sicherheit. Rein!
Rein da. So, Wieder mit den Unterdrückern. Da rein. Oder lieber hier rein, das ist noch viel sinnvoller. Ansonsten habe ich keine Zweibeiner mehr hier rumstehen. Nordmod ist bereit. Zerstören Sie das GDI-Logistikzentrum. Gehen wir auf die Jagd. Und das sagen wir jetzt alle 2 Minuten, weil sie es sonst vergessen. Nordmod ist bereit. Denke, ich kann es versuchen. Ich würde ja eigentlich gerne die optionalen Ziele auch noch schaffen, aber da reichen die Einheiten, glaube ich, nicht für. Dann würde ich sagen, bevor ich mich auf die gelben Hauptziele konzentriere, mache ich einfach die Kaserne und Kraftwerke. Nicht die Kraftwerke. Die Kaserne und die Waffenfabriken kaputt. Gehen wir auf die Jagd. Und dann habe ich vielleicht eine Chance, noch hier richtig aufzuräumen. Das Ding ist halt, meine Möchtegern-Panzer hier sind sehr, sehr schwach in der Verteidigung. Im Angriff sind zumindest die Nordmods sehr ordentlich. Besonders gegen Gebäude und Fahrzeuge. Und die hier halt gegen Infanteristen und Flugzeuge. Alle haben ihren Teil dazu beizutragen, um den Krieg zu gewinnen. Sehr flexible Raketenlenker. Nordmod ist bereit. Warum kann ich diese Autos nicht zerstören, wegschieben oder übernehmen? Wir stehen hier nur im Weg rum. So ein Sportwagen ist fast so groß wie so ein Nordmod. Nordmod ist bereit. Gut, gut. Ja, ich denke mal, ich versuch's jetzt einfach mal. Wird schon schief gehen. Genug Zeit vertrödelt. Alles auf Angriff. Wo sind die Feinde? Boah, das gibt jetzt ein Gemetzel. Los, los! Die da links lasse ich einfach mal links liegen. Im wörtlichen Sinne. Angriff. Die sind, glaube ich, getarnt sogar. Das wird ein Problem. Einheit wird angegriffen. Bin unterwegs. Feindliche Basis in Sicht. Empfange Nachricht. Das Weiße Haus wird von GDI-Produktion. Ja, ich weiß. Zerstören Sie diese und die umliegenden GDI-Truppen, um das Weiße Haus im Namen von Nord einzunehmen. Wo ist der vorgeschobene Posten? Der ist noch gar nicht errichtet worden scheinbar. Cool. Schnell weg damit. Die optionalen Ziele gibt's noch nicht mal. Ich hab was für Sie. Schnell, vielleicht können sie vorher hin. Achtung, Commander. Die GDI-Eingreiftruppe kommt schnell näher. Sie benutzen V-35er für ihre Luftangriffe. Also kümmern Sie sich schnell um ihre Luftabwehr. Naja, jetzt schon. Commander, zusätzliche Truppen nähern sich von Südwesten. Ich könnte jetzt schon die Mission beenden, ne? Ich will aber nicht. Ich will die optionalen Ziele noch machen. Wann kommen die endlich? Und wo ist hier vorgeschobener Stützpunkt? Wann kommt der? Ah ja. Das ist auch noch ein Bonusziel, ganz vergessen. Mit ihren Nordmods und Raketentrupps können sie die Ox-Transporter abschießen. Postieren sie sie in den Einflugschneisen der Transporter. Ja, ich warte jetzt. Einflugschneisen, das sind hier links und rechts, ne? Können die noch Sachen bauen ohne Bauhof? Die hatten nicht mal einen Bauhof, oder? Die bauen einfach. Woher? Wieso? Commander, zusätzliche Truppen nähern sich von Südosten. Gehen wir auf die Jagd. Hier ist 3. Moment, 3 war jetzt das. Zerstören Sie 5. Da muss ich hier welche postieren, oder was? Ich hab was für Sie. Gut, dann stelle ich die da hin. Nordmod ist bereit. Ich bin ja froh, dass die da hier nicht von sich aus angreifen. Dann holen wir sie mal vom Himmel runter. Gehen wir auf die Jagd. Kein Problem. Entsatztruppen nähern sich. Nein. Westen, das ist links. Ich häng sie alle ab. Nordmod ist bereit. Zum Glück habe ich da sowieso ein paar stehen. Ein Glück. Waren hier nicht irgendwie noch Kraftwerke, die zerstört werden müssen? Die kommen bestimmt noch. Genau wie dieser vorgeschobene Stützpunkt eigentlich da sein sollte. Vielleicht kommt der ja auch noch. Ich hab was für Sie. Bisschen Platz lassen vielleicht, sonst hat man zu wenig
Rangiermöglichkeiten. Darüber! Hol das! Danke! Geld! Geld, 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 Geld! Feindliche Einheiten in Sicht. Das Schöne ist, beide Einheiten, Buggies als auch Notmods, können Luftangriffe abwehren. Schon erreicht. Commander, Entsatztruppen nähern sich von Osten. Ja, das ist mir ja eigentlich jetzt egal, denn ich habe das Bonusziel erreicht. Gibt es nicht noch ein neues Bonusziel? Scheint nicht so. Dann beende ich die Sache jetzt einfach, oder? Ich denke mal, wenn irgendwann die Verstärkungen aufhören, dann kommen die Kraftwerke, die optionalen, aber ist ja egal. Ich mach sowieso nicht immer die optionalen. Von daher weg damit. Das Weiße Haus. Wenn wir schön ansehen. Es kommt hier gleich eine neue Fahne hin. Das war ja gar nicht mal so schwer wie befürchtet. Hätte lange nicht so viele Einheiten bauen müssen. Und alles geschafft. Okay, dann war das irgendwie die falsche Mission. Okay, gab es keine Kraftwerke scheinbar. Hand von Nord. Ja, 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 ja. Kommt jetzt wieder eine Videosequenz? Müsste doch eigentlich, oder? Hey, das ist neu gekommen. Mann, sie räumen da vielleicht auf. Das ist ja fast zu leicht. Na gut, wie Kane immer sagt. Niemals nachlassen. Dringen Sie in Hampton Roads Naval Base ein. Damit wäre der größte GDI-Hafen lahmgelegt. Inzwischen landen wir mit Nachschubtruppen an allen Küstenabschnitten. Das wird ein schöner Anblick, glauben Sie mir. Ja, fast zu leicht, nur fast. Aber es ist wieder sehr schön. Ich krieg scheinbar Verstärkung und ich liebe Verstärkung während der Mission. Gut, dann machen wir das hier aber erst beim nächsten Mal, denn die Mission ist wieder vorbei. Oha. Die Karte erinnert mich an was. Okay, aber dann erst beim nächsten Mal. Es wird interessant. Ich glaube, die wird wieder ein bisschen schwieriger. Sam 4, Nord. Und dann sage ich, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.